Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um ein sehr, sehr schönes und lautes Bombenrohr vor allem. Und es ist der Thunder Kong Whistling. Das ist die, ich glaube aktuellste Charge müsste das sein, also 2015, nicht 2016. 17,2 Gramm hat das schöne Teil. Meiner Meinung nach ist das beste Bombenrohr aus der ganzen Thunder Kong Serie. Und ja, auch das lauteste natürlich. Durch den Pfeifaufstieg, der Thunder Kong Whistling hat, und dann den lauten Knall am Himmel, macht das einfach was her für mich. Und ja, es sind 4 Stück in der Packung, gibt es auch in der VE zu kaufen, natürlich im Drahtkäfig und all dem Scheiß. Und das Komische ist daran, wenn man jetzt hier 4 Stück, also ist die aktuellste Charge ja, wie gesagt schon, von den 4 Stück funktioniert einer nicht und die anderen 3, die sind so laut wie ein Flashbang. Das ist für mich so komisch. Dann könnt ihr auch Mr. Pyro Manager fragen, wenn ihr mir nicht glaubt, aber die Teile, oder es werden auch ein paar andere sagen, dass die wirklich die diesjährige Charge zwar ein paar Fails dabei hat in der VE, aber die teilweise so laut wie die Flashbangs sind. Das hat mich übelst verwundert. Habt ihr auch in mein Abo-Special, könnt ihr mal reinschauen, ist ein Fail und der zweite ist dann übelst laut. Und ja, werden wir heute dann mal schön testen. Und ja, dann hoffe ich, gefällt euch das Video wie immer und wir sehen uns dann gleich beim Test. Okay Leute, jetzt der Thunder Kong Whistling. Oh, sorry. Die sind die laut, hey, die sind sowas von laut. Leute, Kaufempfehlung, wirklich. Übelst geil die Teile, sehr. Yeah.